Willkommen zurück bei Ultros. Wir sind im verfallenen Obsthain und haben absolut keinen Plan, was wir hier tun müssen, sollen. Also wir müssen irgendwie zu diesem Ding da gelangen, aber wie wir das anstellen, das steht in den Sternen. So, alles mitnehmen. Yay. Okay, hier geht's hoch. Einfach mal gucken. Schadet ja nicht. Hier kann man auch was pflanzen. Ja. Ich weiß aber nicht, was die unterschiedlichen Pflanzen bewirken. Keine Ahnung. Von dem her muss man wohl irgendwie erst rausfinden, was man pflanzen muss oder sollte. Au. Opika-Warzen mit pikantem Eiter gefüllt. Yay. Wir sollten irgendwas mampfen. Nehmen wir, von den Dingen haben wir 9. Es ist echt schwierig zu sterben hier, dadurch, dass man mehr oder weniger unbegrenzt Heilung hat. Weil man von allen Gegnern, die man besiegt, kriegt man irgendwie Heilung. Okay, das hier scheint ein Dead End zu sein. Augias-Samen. In alten Überlieferungen ist die Rede von Bächen und Flüssen, die aus einem einzelnen Augias-Samen entsprangen. Man nutzte die Pflanze in Arenen, um Blut und Eingeweide von der Kampffläche und den Gladiatoren zu waschen. Der Xylemsaft, der aus ihr fließt, war einst so klar wie Wasser, nahm aber mit der Zeit den roten Farbton des Blutes an, den er fortspülen sollte. Der Fluss nähert sich so dem Schicksal. Okay. Da kann man was pflanzen. Okay, so nicht. Aber ich glaube, hier ist schon nicht so schlecht. Naja. Ich weiß nicht, warum, wenn wir das hauen, das nach hinten springt. Okay, man kann das auch einfach so machen. Flussherz. Wird in Behandlungen und Ritualen benutzt, um Berianer von kognitiven Leiden zu befreien. Das Fruchtfleisch hat die Form von korallenartigen Polypen, die sich nach dem geistigen Auge strecken, um für Trost und Reinigung zu sorgen. Die einzige Möglichkeit für Berianer der Unterschicht an die Früchte zu gelangen, war es, Leib und Leben als Gladiatoren aufs Spiel zu setzen und zur Belustigung der gesellschaftlichen Elite zwischen den Kämpfen und kleine Stücke von Flussherzen zur Heilung der Kämpfer ausgeteilt. Deswegen sie auch die Blutfrucht genannt wurde. Vivendi Tessalutant, okay. Bisschen Latein noch. Huh. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir werden irgendwann hier zurückkommen. Und dann wieder herausfinden müssen, wo wir was gepflanzt haben. Weil es ist absolut nicht ja. Ich check's nicht. Ich check auch nicht, wie das Ding mit den Gärten funktioniert. Dass wir eigentlich auf der Map sehen sollten, aber das nicht tun. Ach, damit gibt's so eine. Autsch. Er war schneller als ich.
Au. Warum zur Hölle ist er immer schneller als ich? Lass das. Huh. Au! Meine Fresse. Halten wir es nochmal. Okay, von hinten kann man... Ah. Ramponiertes Skelett-Tentakel, ja, ja. Wie auch immer. Das bringt uns nichts. Ah ja, es ist ein absolutes Labyrinth. Wer zur Hölle ist das? Bestie, ich gewähre dir einen schnellen Tod. Ein ungebührliches Blutvergießen soll es nicht geben. Meine Zurückhaltung belohnst du mir mit dieser Ausbeute höchster Güte. Bestie, hab Dank. Okay, ich interpretiere das so, je schneller man einen Gegner tötet, desto höher ist die Güte des Loots. Vielleicht. Okay, wir kommen wieder zurück in den Hauptraum. Ne, warte mal, wo sind wir? Vasas Vermächtnis, wir sind in einem komplett anderen Gebiet. Wir müssen einfach nach unten. Jetzt. Oder wir gehen mal nach oben rechts. Schauen, was es hier gibt. Wirklich nichts? Oh, da ist so ein Ding. Von denen haben wir auch schon mal eins gesehen. Ich weiß aber nicht, was es bringt. Oh, das ist ein Mützelding. Okay, nice. Das ist, wir können wieder was skillen. Jodidog und Mumushishi. Au. Okay, ist mal so ein Ding. Ich nehme mal hier das Mushishi. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was das tut. Es breitet sich auf die Seiten aus. Und dann war's. Und hier? Ich glaube, Jodido... Machen wir nochmal so ein Ding. Wir werden sehen, ob uns das irgendwas bringt. Okay. Können wir... Oh! Da ist wieder so ein Apparat. Ich weiß nicht, ob diese Pflanze da nach oben wächst oder ob wir da das andere hätten einsetzen sollen. Aber es sieht so aus, als wären wir hier erstmal fertig. Es geht auch nach oben. Kann man das abtrennen? Nee. Augenscheinlich nicht. Okay, wir müssen nach unten.
Also sind die grüne Brühe, die wir eingepflanzt haben, ist das Mushishi-Zeug. Da sehen wir irgendwie was Rotes. Und dann sieht es nicht so gut auf der Map, leider. Ach, man sieht's. Okay, lass uns gucken, was auf der linken Seite ist. Map vervollständigen hat immer Priorität. Weil offensichtlich können wir die Map wieder mitnehmen. Ah, das ist wieder so ein Vieh, ey. Da muss ich ausweichen. Au! Ey! Das Ding geht mir auf den Sack. Okay, ist mal so ein Teil. Okay, dann kommt der Backswing. Ich check's nicht. Ich check diesen Gegner nicht wirklich. Ramponiert, ja, weil ich so viel Damage genommen habe, wahrscheinlich. Dead End? Nee, warte mal. Hau hier zusammen. Ohne weitere Mützel. Okay, nice. Das ist, wir können zwei weitere Sachen skillen. Wir müssen auch relativ viel Skillzeug haben. Es fehlt nur noch ein Checkpoint. Okay. Da geht's zurück zum verfallenen Obst. Hein. Ah, du schon wieder. Komm her. Autsch. Ja, das war auch wieder schlecht. Also ich glaube, immer wenn ich irgendwie zu viel Damage nehme, dann wird das Ding scheiße. So interpretiere ich das jetzt mal. Mushishi, hier gibt es aber, glaube ich, nichts zum Einpflanzen. Ich frage mich, ob wir Sachen, wenn ich das rausnehme, bleibt das drin. Das heißt, es würde Sinn machen, eher die äußeren zu fixieren. Wenn das tatsächlich so funktioniert. Okay, hier kann man was droppen. Wir haben auch noch einen Augiasamen. Ich weiß halt nicht, was die Dinger bringen. Irgendwas reinzupflanzen wird schon Sinn machen. Und hier kann man auch was pflanzen. Da kann man auch was pflanzen. Okay, und... Okay. Ja,
Ja, jetzt einfach. Wir haben irgendwas gepflanzt. Ich glaube, das war auf jeden Fall das Falsche. Ich sehe nicht, wie uns das weiterhelfen soll. Oh, man kann sich hier durch das, Ich check die Pflanzerei nicht wirklich. Aber es wird wahrscheinlich klarer bei der nächsten Schlaufe. Also, Cortex. Schleichen ist egal. Ist irrelevant. Lasse Lebensmittel auf den Boden fallen, um sie in einen Kompost umzuwandeln. Dieser Prozess dauert eine Schleife. Was bringt uns Kompost? Schneller Folgeangriff ist, glaube ich, nicht so wirklich wichtig. Ich schalte das hier mal frei, weil ich meine, das hat einen Sprungtritt. Führe einen Sprungtritt aus, währenddem du während des Springens runter und X drückst. Okay. Skill das mal, das braucht relativ viel. Ich blockiere das mal. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich bestehen bleibt, wenn wir den Zwischenzeug nicht geskillt haben. Hör die Geschwindigkeit und Reichweite des Ausweichens bei durchrutschen. Runter und X. Skill das auch mal. Jongliere Gegner richten mehr Schaden an. Okay, das ist egal. Gewisse winzige Kreaturen werden dir nicht mehr von der Seite weichen wollen. Keine Ahnung, was das bringt. Vergiftet Gegner unabhängig vom Jug-Niveau. Keine Ahnung, was das ist. Schneller Folgeangriff. Zwei Schnittsprung. Nach der langen direkt noch einmal springen, um einen zweiten, etwas höheren Sprung auszuführen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Wir lassen das jetzt mal so. Ich werde versuchen, irgendwas zu droppen. Also was zu essen zu droppen, bevor wir die nächste Schlaufe starten, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob es geht. Also ob ich das... Das könnte ein Boss sein. Schlimmo der Darm. Okay. Ein Schlimmo. Lass mich raten, die Hände sind dein... Au. 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 Okay, wir müssen was essen. Au. Jetzt können wir Damage machen. Was tust du genau? Au. Bewegung bleiben, vielleicht. Okay, ich sollte irgendwas essen. Sieht leider nicht, wie viel HP der Boss hat. Was war das? Au. Au. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Na komm.
Kommt wieder irgendeine Zwischenphase? Man sieht am unten so ein bisschen, wo das Zeug rauskommt. Das Tentakel-Ding ist weg. Das erste. Ah, da war ich zu greedy. Okay, wir haben es geschafft. Erst platt. Achievement. Yay. Also die Bosse sind relativ einfach dadurch, dass man einfach unbegrenzt viel Heilung haben. Interessant. Gehen wir mal kurz zurück und heilen uns. Und ich denke, wir werden gleich irgendwie eine neue Schlaufe starten. Vermute ich. Und dann werde ich versuchen, irgendwie Essen zu droppen, was zu Kompost wird. Und mal gucken, ob das dann uns irgendwas bringt. Okay. Gehen wir weiter. Eine weitere Korruption ist freigelassen. Okay. Saug den Schleim auf. Liebes Double Jump Ding. Düsenmodifikator. Ein Hilfsprogramm, das modifiziert wurde, um traurige Gedanken aus melancholischen Neftima-Pilzen zu extrahieren. Der Extraktor transformiert die entnommenen Gedanken zu kinetischer Energie. Okay, ich weiß nicht genau, was das bringt. Ich weiß nicht, was das bringt. Muss man das einstellen? Extraktoren, das sind dafür ausgestattet, schwere Emotionen zur sicheren Entsorgung zwischenzulangen. Sie können auch mehrere Hilfsprogramme nutzen. Okay. Das ist ein Hilfsprogramm. Düse Rückholer. Okay. Und was ist, wenn wir jetzt auf Düse umwechseln? Keine Ahnung, es tut nichts. Oder? Fliegenhalte RT. Oh, das hat mit den Pilzen zu tun, oder? Kurz testen. Ne, ich kann so oder so fliegen. Ne, jetzt nicht mehr. Aha. Hat das mit den Pilzen zu tun? Oder hat es mit... Okay. Ich weiß nicht, ob es was gebraucht hat. Aber okay, ich verstehe noch nicht wirklich, wie es funktioniert. Aber ich glaube, das ist für den Moment auch nicht wichtig. Aber es wird irgendwas mit diesen gelben Pilzen zu tun haben. Mit denen jetzt wir durch die Gegend fliegen können. Was, ja, ist toll ist. Haben wir was zum Pflanzen? Nope. Okay. Schade. Wir haben hier bereits was eingepflanzt.
Okay, und so kommen wir noch weiter oben hin. Okay, das ist den. Können wir jetzt hier einpflanzen? Irgendwie. Ach, dammit. Heller sein. Okay, es hat funktioniert. Wir wuchern einfach alles zu. Trick 77. So, dann hier weiter hoch. Und weiter nach oben rechts. Okay, die Käfer sollen uns egal sein. Was ist hier? Oh, ein weiteres Myzel-Dingens. Oh, wir können das im Ganzen... au. Oh, oh, oh. Wo sollen wir hin? Ich weiß nicht, ob es hier oben weitergeht. Lasst uns noch mal hier nach links gehen. Der Double Jump haben wir nach wie vor noch. So, und jetzt hier hoch. Man kann das Zeug leider nicht auf der Map markieren. Das ist super doof. Da war was. Okay. Das scheint ein Dead End zu sein. Yay, noch so ein Myzel-Dingens. Von denen kriegen wir jetzt mittlerweile relativ viele. Das heißt, wir können gut was skillen. Wir können gut was skillen. Dann sind wir wieder hier. Okay, gehen wir weiter nach unten. Verfallener Obst sein. Wir können gucken, ob das Wurstsymbol da... das war nicht geplant. Okay, was fehlt hier? Es kann sein, dass wir nur von der anderen Seite dahin kommen. Ich denke, wir machen nochmal einen Abstecher. Gibt es irgendwo ein... Da unten gibt es auch einen Checkpoint. Okay, da können wir skillen. Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, will ich gucken, ob wir nach links kommen. Wo ist es hin? Okay, ist egal, wir brauchen es nicht dringend. Huh. Das ist wieder so ein Gewuchs. Okay, man kommt da sogar durch irgendwie. Und noch so ein Teil.
Was? Moment mal, das war was. Das war was anderes. Was war das? Was habe ich bekommen? Kompostkarte zeigt Kompoststandorte an. Diese berianische Inventartafel enthält Informationen zu den unterschiedlichen Standorten eines starken Düngemittels, das als Kompost bekannt ist. Okay. Gut. Toll. Wir haben nichts zum Pflanzen, glaube ich. Ja, okay. Was soll's? So, jetzt müssen wir hier wieder runter. Grundgütiger, man sieht nichts. Egal. Ich will jetzt nicht sterben, dumm. Oh, warte mal. Okay, das konnte auch weggenommen werden. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Wir kommen jetzt hier wieder hoch. Warte auf Verbindung. Das Ding ist immer noch... keine Verbindung da. Das ist wieder so eine... okay. Pflanze, die uns frisst. Autsch. Und da kommen wir auch nicht weiter. Nun denn, hier konnte man was pflanzen. Das haben wir bereits getan. Ich hoffe, es gibt hier Fast Travel. Oh. Ja, danke. Hier rein in die Kugel. So, jetzt gucken wir mal, was wir skillen. Ich lasse das bewusst mal frei, weil ich sehen möchte, ob das gelockt wird. Flugstunde. Wind. Ich weiß nicht, was es bringt. Das weiß ich auch nicht, was es bringt. Okay, skill einfach mal das. Who cares? Benötigt 2 Schrittsprung. Okay, wir wissen nicht, was es ist. Haben wir blau und... okay, skill einmal das. Zwei-Schritt-Angriff. Drücke Y während eines Zwei-Schritt-Sprungs, um einen Angriff in Richtung Boden auszuführen. Konterkompetenz fügt dem Konter an. Okay, das mehr Angriffe. Spring von einer Wand ab. Okay, das könnte sinnvoll sein. Warum blau? Okay. Folgendes. Das Ding müssen wir nicht unbedingt locken. Der Warnsprung ist mir wichtiger. Und ich hoffe, dass das passt, obwohl das Ding jetzt nicht gelockt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Wir werden sehen. Warte mal, war da was? Ach, das ist die blöde Pflanze. Okay. Was ich noch testen möchte, ist, ob ich hier jetzt...
Ah, wir kommen da nicht ran. Warte mal. Okay, der Warnsprung ist nicht sonderlich hilfreich. Er hat uns zu weit weg. Das Dach kommen wir nicht weiter. Okay, ich denke mal, wir müssen irgendwie wieder zurück. Oder hier nach oben hin. Kein Plan. Kein Plan. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwann diese Dünge-Dinge rankommen. Zum Beispiel das da. Aber schauen wir uns in der nächsten Episode an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist konfus. Es ist nicht ein schwieriges Spiel bisher. Aber es ist einfach sehr, sehr, sehr konfus. Etwas ganz Kleines möchte ich noch checken. Und zwar... Dammit. Ob wir jetzt mit dem Ding hier interagieren können. Weil der Strom führt uns da zurück. Warte mal, mit dem Ding hier. Immer noch warte auf Verbindung. Wahrscheinlich müssen wir erst zurück hier in diesen Raum und dann das Ding öffnen. Und dann gibt es eine Verbindung. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich eine Verbindung zu dem hier vielleicht. Ich weiß es nicht. Egal. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie das Spiel speichern kann. Dummerweise. Okay, wir gehen wieder zurück zum Checkpoint. Aber was mache ich offscreen? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Northgate.